Herzlich willkommen zurück bei der Stoic Challenge Dark Souls 3. Jetzt neu, verbessert und vollkommen ohne Aldridge. Aldridge ist Moos, Matsch und Geschichte. Ich habe ihn erledigt. Ich habe ja im vorigen Video entdeckt, dass die Framerate-Einbrüche, die ich hier erlebe, natürlich, was man sich hätte denken können, an der Videoaufnahme liegen, die parallel gelaufen ist. Deswegen habe ich den Kampf jetzt nicht dokumentiert. Aber wie man mir ansieht, hier habe ich zweierlei Dinge getan. Ich habe erstens einen Ember aufgelegt und dadurch meine Health Bar ein bisschen erhöht. Aber vor allem habe ich mir die Priesterroben angezogen, weil ich nämlich entdeckt habe, dass die Priesterroben resistant gegen Dark sind. Und Dark ist ja die Attack-Kraft, die Aldridge die ganze Zeit eingesetzt hat. Chest. Achso, wahrscheinlich ist es wieder eine Frauenfigur. Der alte Dark Souls-Witz. So, das hört sich an, als gäbe es hier wieder diese Aufzüge, die damals zu Lady Guinevere hinaufgeführt haben. Mal gucken, wer da jetzt wohnt, ob da auch irgendein Schleim eingezogen ist. Also hier ist die Etage, da waren ja auch Sachen versteckt, deswegen nehme ich mir jetzt mal auch die Zeit und guck mir hier erstmal an, was hier noch so geboten ist. Nicht ganz klar ist mir nach wie vor, warum ich bei diesem Fight, deswegen habe ich eigentlich deine Ember auch drauf getan, weil ich nicht glauben konnte, dass man ja tatsächlich keine Hilfe sich holen kann für diesen Kampf. Und ich habe aber wieder alles abgesucht und wieder nichts gefunden. Visions of Composure. So, so. Aha. Bonfire ist weg, ja. No chest ahead. Try eye. Try eye. Sadness ahead. Chest ahead. Praise the chest and then seems familiar. Das sind alles mal wieder wahnsinnig nutzlose Kommentare. Das hier, das Sun Princess Ring. Mhm. Praise the chest and then seems familiar. Ja, ich weiß nicht, was man mir damit sagen will. Das war ja im ersten Teil so, dass wenn man hier Guinevere angegriffen hat, stellte sich raus, die hat überhaupt keine Health, sondern das ist nur eine Illusion und damit war dann ganz Anor-Londo dunkel. Vielleicht wollen die darauf anspielen. Ich weiß nicht, ob der Raum jetzt noch eine andere Funktion hat, außer uns ans erste Spiel zu erinnern. Es sieht fast nicht so aus. Gut. Wir fühlen uns ans erste Spiel erinnert. Und endlich geht es ein bisschen weiter. Jetzt können wir zusehen, wie wir aus diesem rotierenden Turm herumfließt. Das hier alles mit dem Kampf natürlich gar nicht aufgefallen. Ist das auf ebenem, wie auch immer. Ist wohl dann doch nicht ganz eben. So, die sind natürlich wieder da. Oh, scheiße, die da draußen sind natürlich auch wieder da. Ja, ja, ja. Nicht direkt den Ember wieder einbüßen, bitte. Das wäre schade. Habe ich das Bonfire nicht benutzt? Ich hab's nur eingeschaltet. Wieso sind die da? An denen vorbeigerannt ist, bin ich wieder da. Ja, ja, ja. Lasst mich in Ruhe, Jörg, pfeifen. Tschüss. Okay, so. Dann wollen wir mal sehen, was es mit dem Turm auf sich hat. Darunter wollen wir irgendwie. Vermutlich auf der obersten Etage. Da rechts ist es offen, interessanterweise. Okay, jetzt können wir als erstes mal, wenn wir hier runtergehen, kommen wir, glaube ich, in dem Raum von Dark Sun Gwendolyn raus. Das ist wahrscheinlich Zeitverschwendung, aber ich gucke mir das. Nee, stimmt gar nicht. Das ist schon nach oben gekurbelt. Interessant, wenn wir hier runtergehen. Okay, dann fahren wir das mal einmal runter.
Denn in den Raum von Dark Souls Gwendolyn möchte ich auch nochmal gucken. Jetzt mit Ember drauf. Um sicher zu gehen, dass wir da auch nichts übersehen. Es ist alles ein bisschen rätselhaft. Also erstens ist mir nicht ganz klar, wie die Stadt der Götter Anor Londo hier überhaupt hinkommt. Was das irgendwie in der Handlungslogik soll. Kann man eine ganze Stadt, ich meine, gut, es ist ein Spiel mit Göttern und anderen mythologischen Begebenheiten. Warum sollte man da nicht auch eine Stadt bewegen können? Ach so. Wenn das irgendwas geholfen hat, dann ja wohl da oben. Sieht aber auch nicht sonderlich vielversprechend aus. Gut, gucken wir uns gleich an. Jetzt gucken wir erstmal hier bei Dark Sun Gwendolyn nochmal. Could this be miracles? Sure. Ich bin eingeambert, aber es macht keinen Unterschied. Tatsächlich Zeitverschwendung. Anders als die 30 Stunden, die ich sonst in dieses Spiel versenkt habe, war das jetzt Zeitverschwendung. Gut, dann gucken wir mal auf der oberen Ebene. Das sah jetzt wirklich schlecht aus, aber irgendwie muss man darüber kommen. Ich meine, das ist einfach vom Aufbau des Levels her völlig klar. Das erstens kann man in diesen Turm, wenn wir wie gesagt, nee, nicht wie gesagt, wie wir uns erinnern, haben wir da einen Blutfleck gesehen auf dem hölzernen Steg, der da in den Turm eingezogen ist. Das heißt, da kommt man irgendwie rauf und klettern kann man ja nicht, also muss man von oben runterkommen. Tödö. Tödö. So. Also das ist natürlich verdächtig, dass wir hier direkt in diese Richtung gehen, aber tja. I don't know. War nicht springbar. Könnte natürlich auch noch versuchen, das nach oben drehen beim Rotieren abzuspringen. Das funktioniert auch nicht. Ach, 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 okay. Ich versuche mich gerade zu erinnern, hatte das nicht im ursprünglichen Spiel drei Einstellungen, dieser Schraubenturm? Ich habe schon das nach Move. Hm, 60.000 Seelen sehe ich gerade. Die sollten wir eigentlich auch mal einlösen. Da kann man nicht runter. Dieser Absatz da sieht auch verdächtig aus, aber andererseits endet er auch im Nichts und man kommt nicht drauf, so wie es aussieht, weil da überall Brüstungen sind. Und da kommt man ja auch relativ. Ach nee, da ist auch eine Brüstung. Das sah nur so aus, als wäre das da offen. Oh je. Bonfire da drüben. Da kommt man auf jeden Fall irgendwie hin. Aber wie? Aber wie, aber wie, aber wie, aber wie? Also wenn ich den Hebel betätige, dann dreht sich das nach links um. Das heißt, das geht nicht weit genug raus. Das macht keinen Sinn, da zu springen. Und wenn man von unten. Ups. Schmerzhafter als ich dachte. Und von hier unten, da führt jetzt glaube ich ja der Weg hier raus, aber
Wir sind auch ein bisschen höher. Aber... I don't know. Ich meine, es gab natürlich im ersten Teil diese Kristallbrücken in den Crystal Caves. Also das Spiel macht das schon manchmal, aber da gab es Schnee, der gefallen ist, und Geräusche, die einen darauf hingewiesen haben. Jetzt kann man den Ember einbüßen durch komische Experimente. Habe ich dann... Ja, habe ich... Das nicht. Das war bis das Spiel. Es wird noch dauern, bis das Spiel fertig ist, bis ich die Steuerung einigermaßen im Griff habe. Jetzt natürlich der Hammerbomb weg, ist klar. Bis ich die Steuerung ja einigermaßen unter Kontrolle habe. So. So, raus damit. Das gibt's doch nicht. Okay, ich meine, das ist ja mit den Prism Stones machbar, aber Sinn gibt das ja keinen. Also sieht so aus, ging es einfach geradeaus rüber. Immerhin das. In den Crystal Caves gab es ja auch eine Brücke, bei der man dann auch seitlich runterfahren konnte. Ach, Moment. Die hat sogar eine Brüstung, die Brücke. Wahrscheinlich kann man ja gar nicht runterfallen. Sehr seltsam. Okay, aber wir haben es geschafft. Wir sind im Turm. Wie sieht's aus? 10 Estus? Ne, ist noch nicht nötig. Machen wir nicht. Hello, who are you? Name thyself, stranger. I what beckoned thee to such a place? Thou thinkst too. Very well. Captain to this nightless company I remain. I will grant thee purpose. Who are you? What is this? I don't understand. Thou'st journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become covenant. A shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, eine Schwester von Guinevere. Then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Damit auch eine Schwester von Gwyndolin wahrscheinlich, aber wahrscheinlich hast du da irgendwie Gwyn irgendwas. Thou art now a blade of the Dark Moon. The only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Bla bla bla. Oh, good blade of the Dark Moon. Welcome. If I can provide thee succor, only tell me how. Long ago, I don't know what this means. Our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Ja, und dann habe ich ihn totgeschlagen. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of Father and the gods. And so the Dark Moon Knights took arms to watch over those who link the fire. But long ago, our company lost its last proper knight. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Erdem taketh many forms, indeed. Ich bin da auf dem Rücken plötzlich. Interesting. May I pose the request? This tower, this prison, stands tall prison. And solitary. The contraption bridging its lower reaches long unmoving. So,
By what path didst thou here ascend? Art thou a creature of the air? Or other winged thing? Ob es wohl einen Unterschied macht, was ich sage? No, of course not. Forgive my prying. I'm ashamed to say I know very little of anything. We have that in common, sweet lady. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, now such is the will of Earth. Ah, kennen wir schon. Off so soon? Ja. May the dark moon watch over thee. Geht so mit Zoon, ne? Das war jetzt auch ganz schön viel Quatsche für gar nichts. Loyalty required ahead or try attacking. Ja, attacking, attacking. Sonst fällt euch auch nichts ein. Immer Gewalt. Sind wir wieder beim Thema. Also, was soll das jetzt mit diesem Türmchen? Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Bonfire hier und unten ist ja auch nochmal eins. Das heißt, wir können jederzeit hierhin zurückkommen. Hier geht es eine Etage tiefer. Nichts geboten, ich höre aber Schnorcheln. Irgendwo ist hier jemand am Leben. Da unten gibt es was zu holen. Nein! Oh, shit. Und um ein bisschen Zeit zu verschwenden. Also, das ist wieder ein bisschen ärgerlich, weil jetzt liegen meine Seelen auf halbem Weg darunter. Und es ist theoretisch möglich, dass ich sie verliere, weil wenn ich jetzt auf dem Weg zu den Seelen abstürze, dann sind sie weg. 60.000. Okay, immerhin hat er das. Das hat funktioniert. Naja. Kann schlimmer sein. Gut, wie kommen wir da runter, ohne abzustürzen? Beziehungsweise... Aber so. Geht noch. Painting Guardians Curved Sword. Ja, die Painting Guardians waren ja letztes Mal auch irgendwie mit Gwyndolin assoziiert. Und stand auch Spouse. Vielleicht ist damit sie oben gemeint. Das würde Sinn geben. Letztes Spouse war diese Rosamund. Ne, Rosamund. Ne, das Painting Guardians Set. Ist noch jemand abgestürzt? Sind wir schon unten? Ne. Oh, scheiße, der Ember ist natürlich weg durch meine Blödheit. Ja. Bedeutet leider, wenn man hier irgendwas, wofür man einen Ember braucht, machen können sollte, dann wird das jetzt nicht klappen. Mit Kostüm. Sieht aber nicht so aus. Ist nur da, nix. Das Fenster hat geleuchtet. Nein! Oh, Himmel, Herrgott, nochmal! Ah, jetzt habe ich es endgültig geschafft. Jetzt liegen sie natürlich wirklich mitten im Turm. Also, naja, gut. Das geschieht mir jetzt auch recht. Und ein Ember verschwendet. Und ich weiß nicht, was das Ganze soll. Okay, ein Covenant entdeckt, aber diese Covenants. Dafür der ganze Aufwand? Really? Really, really? Oh Gott. I don't like it. One bit. Ich muss tatsächlich auf diese Balken hier mich fallen lassen. Keine andere Plattform. Ja, mal gucken, ob ich die 60.000 Seelen behalten darf. Ich muss ja nicht einfach nur runter, ich muss dann ja auch noch irgendwie hier raus. Na komm. Okay.
müssen sie aber allmählich mal irgendwo hier liegen. Shit. Da waren ja alles lauter Blutflecke. Ja, das ist jetzt ein bisschen frustrierend, weil jetzt habe ich mich hier diesen ganzen Turm runtergestürzt. Unter Lebens- und Seelengefahr. Für nix. Um diese Botschaft zu lesen. Okay. Eine Pointe, die ich zu schätzen weiß. Ne, wir sind immer noch nicht unten. Jetzt sind wir unten. Okay, also ich weiß nicht. Das ist ja wahrscheinlich wieder Verschwendung, aber... Wie gesagt, ne, das hat keinen Sinn. Ja, ich bin ja mal sehr gespannt, wenn ich das alles irgendwann nachlese. Praise the I did it, ja, geht so. Mit dem I did it. Ich habe das Gefühl, dass ich hier Dinge übersehe, aber I don't know what. Botschaften. Ja, habe ich doch. I don't understand any of this. Oder war da schon was? Das ist natürlich auch lange her, dass ich jetzt zum ersten Mal war. I don't know. Ende. Zurück zu Firelink. Folge beendet. Auch wieder nicht viel passiert, aber es geht ein bisschen voran. Wir haben hier, soweit ich das sehe, es gibt glaube ich noch ein paar Items an diesem seitlichen Aufstieg zu Anor Londo, aber ansonsten haben wir jetzt hier ausgeräumt. Aldridge ist tot. Ich habe den Überblick verloren über die thematische Zielgruppe. Wir haben die Farren's Undead Legion, wir haben Aldridge, es fehlt noch der Riese Yorm und war noch was? Wir können natürlich auch hier noch die Asche deponieren, das machen wir gleich. Welcome home. Erstmal das Level. Well. Then touch the Daken. Hier gewesen, mal gucken, ob man die Asche geben kann. Ja, das ist mir doch. Passing, let this ash, I only hope. Guck mal, ob sie einen neuen Schlüssel hat. Grave Key. Kaufen und dann, ach komm, was soll ich mit den Seelen? So. Noch einmal bei allen Figuren vorbeigehen und dann können wir die Folge beenden. Gucken, ob sich irgendwas in der Handlung neu ergeben hat. Ich habe immerhin gerade einen Hauptgegner getötet. Der ist
weg. Auch interessant. Das war ja Grey Rat, der Dieb. Der ist schon vor einer Weile gestorben. Was sagst du? Honorable Lord of... Ah, greeting, good tidings. The time is ripe to... The girl awaits thee in the hidden dark moon chamber of Anor Londo. So thou mayst a true... Aha. Till we meet again. The hidden dark moon chamber. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal durch diesen Turm springen. Es gibt ja den Thronraum von Gwyndolin. Und diesen blöden Turm. Wo wir gleich nochmal hin müssen. Das machen wir dann zum Abschluss. Habe ich einen Estus Shard? Ne. Tüdüdü. Und ich habe auch immer noch keinen Titanite. Achso, ich habe hier keine Seelen dafür. Selbst wenn ich das hätte. Titanite Chunk, genau, das ist das, was ich brauche. Pretty Beaker. Ah, der. Was ist mit dir los? Hab ich glaube ich beide schon probiert, die will er nicht. Dann haben wir ja auch nichts Neues. Oh, please, the little creep. Die ist irgendwie auch nicht mehr gut drauf seit einer Weile. Okay. Gucken wir mal, was das mit der Bride und der Darkmoon Chamber auf sich hat. Achso, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch Aldriches Asche noch an der falschen Seite. Aldriches Asche noch schnell deponieren. Wo ist der Thron von Aldrich? Ist der hier? Ja. So furchtbar viel. So, wie ist das? Der sitzt da schon. St. Aldrich ist da. Riese und dann haben wir auch King Lothric wahrscheinlich. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, ob der im Vorspann vorkam, werden wir schon rausfinden, wo der ist. Also, wo wollen wir hin? Wir wollen. Anno Londo, ich glaube, aus dem Prison Tower raus. Das ist ja auch ein Prison Tower. Also die Lore ist jetzt bislang deutlich weniger durchsichtig als im ersten Teil. Es ist schon viel passiert und viel zusammengekommen und ich verstehe nichts davon. Anno Londo ist versetzt worden. Gut, Aldrich hat offensichtlich alle vorigen Götter aufgefressen. Der Devourer of Gods. Und Anno Londo für sich gekapert. Und besetzt. Und dann gibt es diese Church of the Deep, deren Heiliger er ist. Okay, ist alles nicht ganz zusammenhanglos, aber was es soll und was es mir sagen soll, ein bisschen unklar. Jetzt bin ich wieder nicht sicher, ob die jetzt richtig eingestellt ist oder ob wir sie wieder runterschicken müssen. Ich glaube, wir müssen sie runter. Ja, so ist das. Talala. Sie, was meine ich mit Sie? Die Wendeltreppe. Was denn sonst? Falsche Richtung. Also ich sehe schon, das Spiel gibt irgendwie nicht so viel her. Da müssen wir nächstes Mal wieder uns ein philosophisches Thema rausfarmen. Wieder mehr entlang der ursprünglichen Stoic Challenge Idee. So, jetzt erstmal gucken, ob hier vielleicht noch wenigstens ein kleines bisschen Handlungsfortschritt ist. Oder ob wir doch in den Turm müssen. Oh, der ist neu. Ist das meine Braut? Welcome, our gracious Lord. Your spouse awaits you. You are very near. Please take the sword
of avowal. Okay. May you be the truest Lord of Londor yet. Lord of Londor. Wie hängt das alles zusammen? Das ist ein großes Wirrwarr. Okay, jetzt habe ich ein Sword of Avowal. Hast du noch was zu sagen? Dann sag es jetzt oder schweig für your immer. Your spouse. Ja, okay, schweig für immer. Halt den Schnabel. Botschaft, Spouse hält, ja. Mhm. Kommt auch häufiger mal vor, diese Ankündigung. Oh, da liegt was. Da liegt was oder wer? Spouse. Sadness, Sword of Avowal. Denken wir mal wie in einem tatsächlichen Rätselspiel und haben gerade ein Schwert bekommen. Wo ist es? Ich verstehe die Logik. Das ist auch bei den Quest-Items. Sind die in irgendeiner erkennbaren Reihenfolge? Ich glaube nicht. Saufe in Waffen. Wo ist es denn? Man kann umschalten zwischen den Waffen, die man da aussucht, ohne dass man zurückgehen muss ins Menü. Die kleinen Entdeckungen, die das Leben so viel leichter machen würden, wenn man es bräuchte. Also sie hat mir ein Schwert gegeben und ich finde es nicht. Da alles sehr super. Ist das bei meinen Items vielleicht? Key-Items? Rite of Wedlock's True Hollow Lord. True. Ah, die Kohlen müssen wir auch irgendwann mal dem Schmied geben, aber jetzt... I don't understand. Huch. Okay. Was auch immer. Ich habe den Verdacht, das sind auch Trolle, die da Nachrichten hinterlassen, weil die Nachrichten wahrscheinlich das blockieren, was man eigentlich machen muss. Gerade erdolcht. What is happening? Why is it happening? What does it mean? Noch drei, dann wären wir jetzt bei acht. Tipptopp. Und jetzt? I don't understand. Was soll das mit diesem Dun? Das ist doch alles. Erklär doch mal einer was. Ich hätte natürlich die Beschreibung von dem, jetzt habe ich es nicht mehr, jetzt kann ich auch keine Beschreibung mehr lesen. Das Schwert hatte natürlich eine Beschreibung, vielleicht stand da wenigstens ein... Huch! Ne, der war da schon im... oder?
What is all this? Also, das ist natürlich eine Erfahrung, die ich bei Dark Souls 1 überhaupt nicht gemacht habe, weil ich da nach einem Walkthrough vorgegangen bin und zwar immer wieder mal die Level nicht mir vorher angeschaut habe, damit ich ein bisschen wenigstens das Explorieren selber erfahre. Aber den ganzen Plot und was muss man machen und zum Beispiel, dass man diesen, vergessen wie er heißt, diesen, nee, komme ich jetzt nicht drauf, mit der goldenen Rüstung runterkicken muss zum Beispiel, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, natürlich, um diesen Ring of Favor Protection abzustauben. Hatte ich alles aus dem Walkthrough und auch mit Erklärung, was, warum man das macht und was das soll. Ich merke zunehmend, wenn man diese Erklärungen nicht hat, ist das erstmal alles sehr, sehr unzusammenhängend und mit einer sehr rudimentärer Logik. Okay, wir haben jetzt eine Pilgersfrau umgebracht durch irgendwas und klar was. Unsere Braut mit einem spitzen Gegenstand durchbohrt. Und weiß der Teufel, was das alles soll. Und ich habe statt 5 jetzt 8 von diesen Curse-Dingern da. Ja, so ist das eben. Hiermit endet dann die Folge. Wir sind jetzt in der Profaned Capital. Es gibt jetzt noch Kleinigkeiten. Gelegentlich liegen noch ein paar Gegenstände rum. Die sammle ich irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, ohne Aufnahme ein. Aber hier geht es dann in der nächsten Folge weiter, auf dem Weg zu Yawn the Giant, und dann muss ja eigentlich irgendwas passieren, weil dann wissen wir sowieso nicht, was die nächsten Schritte sind. Bis dahin viel Vergnügen im Leben und immer schön stoisch bleiben. Tschüss.